Shalom Aleichem, guten Abend allerseits. Chodesh Tov, heute ist 30. Cheshvan. Erste Rosh Chodesh. Und hat schon begonnen gut, ein Zeichen von Hashem. Wenn man nicht von oben, kommt ein riesiges Signal, dass die Gebet ist gut. Wenn man nicht von unten, ist ein schlechtes Signal. So steht geschrieben in Kitzur Shulchan Aruch. Also ist schon eine gute Sache, die haben wir schon begonnen mit ein Halacha. Wir werden heute so machen, dass wir in die ersten Viertelstunde wirklich die Parasha kurz durchgehen und danach, heute wegen Rosh Chodesh, eine Gedanke von Kabbalah, von Chassidut über diese Parasha, weil es mir manchmal wichtig, dass von so vielen Bäumen sieht man nicht den Wald, soll man doch rausgehen heute mit einer klaren, tiefen Säule, Fundamentgedanke, die hat mich total gefallen. Und wenn Sie diese Gedanke heute verstehen, haben wir was gewonnen. Also diese Parasha im Kurzen, das ist so ein bisschen Wiederholung von den Geschichten von Abraham. Also, was steht in die Parasha? 20 Jahre Yitzhak und Rivka sind zusammen, sie beten, er in eine Seite, sie in eine Seite und Hashem hört seine Gebet. Und früher hat sie Schmerzen, wenn sie geht neben Bet Knesset, will einer rausgehen. Und derselbe will neben die Götzehäuser, sagt ihr Shem ve'ever, sie geht mit Gott reden. Wer ist Gott reden? Das ist die Tzadikim, die Nevi'im. Und sie sagen, ja, du hast Zwilling. Und dann hat sie bekommen Teomim, Zwilling. Der erste war Admoni, Esav und die zweite Jakob. Sie waren 13 Jahre und genauso wie zwei Pflanzen. Kinder sind alle süß und die Kinder sind alle süß. Aber wenn sie wachsen, sieht man das Kind wirklich, wer ist er? Esav konnte sein Vater zeigen zwei Gesichten. Nach außen hat er gezeigt Oberzadik und nach innen war er Esav. Und Jakob war ein Mensch der Wahrheit und ein Tora-Gelehrter, der saß im Zelt und gelernt. Yitzhak hat geliebt dem Esav, weil er hat ihm Ehren gegeben. Und Jakob hat geliebt die Rivka und so war das. Rivka hat gewusst, dass Esav ist ein Rasha. Sie hat das nicht erzählt zum Yitzhak, um ihm nicht zu Leiden zu bringen. Jakob war Tzadik Tamim und jeder liebt so ein bisschen manchmal sein Gegenteil. Also Yitzhak liebt dem Esav und Rivka, die kommt von Ramaim, Ganoven und Banditen, Lavan und Betuel, liebt dem Jakob, der benimmt sich gut, eine gute Junge, sie hat lieb, der feine Jüngele. Ein Tag ist Avraham Avinu gestorben. Und warum Avraham ist gestorben? Weil der Opa hat noch mehr Schmerzen zusammen, wenn der Enkelkind ist Chas v'Shalom arob gerutscht, arob geglitscht von Weg. Die Älteren sind total entsetzt und schockiert, aber Saba, Opa und Oma, wenn sie sehen, einiglach, dass sie haben vom Weg abgerutscht, das macht denen noch schlimmer und noch besonderes Schmerzen, weil da denken sie, oh je, yeah, weil wie weißt du, ob du hast gelungene Kinder, wenn deine Kinder geben die Enkelkinder dieselbe Erziehung, was sie haben bekommen bei dir. Also Mango, Mango, Mango. Aber wenn das ist Mango, Mango, Kaktus, der erste Mango denkt, weil mein Gott, wie kommt von mir Kaktus? Also ich habe erwartet, soll kommen Mango. Und wenn er erwartet von der eine klar, soll gehen auf einen guten Weg. Deshalb Hashem hat getötet Avraham Avinu. Und an dem Tag, wo Avraham ist gestorben, sitzt man zu Hause trauenden Seuda. Was isst man bei trauenden Seuda? Runde Brot und Linsen. Und Linsensuppe. Warum? Zu zeigen, dass die Welt ist rund und wie ein Rad. Manchmal bist du oben, manchmal bist du unten. So wie Chana sagt in ihrer Shirain Shmuel Aleph, Hashem morish u ma'ashir, mashpil u merome, memit u mechaye. Hashem macht reich und arm, Hashem macht Leben und Tod. Hashem macht dir manchmal nach oben und manchmal nach unten und es liegt nicht in unseren Händen. Und in dem Moment, wo Jakob hat gemacht Linsensuppe Reute und Esav kommt nach Hause hungrig und eine Suppe riecht so gut, er beginnt zu unterschätzen das, was der Jakob hat. Und er sagt, gib mir zu essen von dieser Adoma Adomase. Sagt er, gut, wenn du mir verkaufst dein Bechora, dein Erstgeburtrecht zu dienen im Tempel, gebe ich dir gerne. Sagt Esav, zu sein eine Kohen, ein erstgeborener Priester, Verbote, es gibt mehr als 70 Gesetze für die Kohanim, was müssen sie achten, nicht reingehen in Bet HaMikdash, betrunken und Nazir und Truma und Tahara, ohne Ende.
Und Esau hat verkauft sein Erstgeburt zu Jakob wegen dieser Linsensuppe. Er hat gegessen und getrunken und hat gesagt, diese Linsensuppe ist viel mehr wert als die Bechora. Gut, das habe ich das gemacht. Ich glaube, ich bin zu schnell. Ich mache die Geschwindigkeit ein bisschen runter. Sorry. Yitzhak ist alt und seine Augen sind trüb, weil seine Schwiegertöchter rauchen Ktoret, nicht gute Sachen, und weil die Engel haben geweint in seine Augen, und soll er nicht sehen den Unterschied zwischen Jakob und Esau. Und er ruft seinen Sohn Esau und er sagt, geh zum Feld und bring dir Zeit und mach mir Matamim, schmackhafte Essen, ich will dir Menschen. Und Rivka hat das gehört, sie hat gerufen ihren Sohn Jakob, sie hat ihm gegeben Ziegen, die schmecken wie wild, hat man gebracht zwei Ziegen, weil es war Erev Pesach, eine für Korban Pesach, eine für Korban Chagiga, und jetzt kommt. Jakob hat Angst, weil ein Lügner bei einem Zadik ist ganz schlimm. Sagt Rivka, alaiki lelatrabni, ich nehme auf mir den Fluch. Mach das, was ich dich, mach das, was ich sage. Macht er. Und er nimmt die Kleider von Esau. Esau hatte so viele Frauen, aber der hat an seine Frauen keine Verantwortung, keine Vertrauen. An wem hat er Vertrauen? An seine Mama. Alle wichtigen Sachen, die Yitzhak hatte, hat er gegeben seine Mama. Und Yitzhak sagt, geh, bring mir schmackhafte Essen. Und plötzlich, Jakob kommt zum Zelt mit dem Essen. Und die Mama hilft ihm noch. Ich bin da. Wer bist du, mein Sohn? Sagt Jakob, Anoichi. Und er wartet und er sagt, Esau ist dein Erstgeborener. Ich habe gemacht, so wie hast du mir befohlen. Kumna, steh von deinem Schlafen, sitz und ess von meiner Zeit, warum, das sollst du mir wünschen. Wie hast du so schnell gefunden? Da hat er ihm gesagt, die Grundschlüssel von Chassidut, Hikro Hashem Eloikecho Lefonecho, Hashgacha Pratit, eine Gottesüberwachung, es ist keine Zufall, Hashem hat mir den Zufall gebracht, es ist zugefallen von Hashem. Aber diese Aussprache, Hikro Hashem Eloikecho Lefonecho, hat Yitzhak nicht gefallen in die Ohren, seit wann sein Sohn redet, ja, Hashem hat mir geholfen, die Sache zu bekommen. Sagt Yitzhak, es reicht nicht nur zu hören, muss man auch tasten. Gut, er testet ihn. Er testet ihn und er kommt zu ihm und er hat ihm die Haare so wie eine Pelzmantel wahrscheinlich, so irgendeine Mantel. Und er hat gesagt, die Stimme ist Stimme Jakob und die Hände sind die Hände von Esau, weil die Wörter sind, er redet über Hashem. Und da fragt er wieder, das bist du? Er antwortet nur ein Wort, Ani. Er sagt nicht, ich bin Esau. Also muss man wirklich in die Parasha, wenn jemand will diese Parasha gut lernen, muss er lesen die Tropen, die Musik, wie er antwortet und alles. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, was ich will, bald darüber reden. Yitzhak sagt, komm bitte und gib mir einen Kuss. Wieder na. Jakob kommt und gibt seinem Vater einen Kuss. Und da sein Vater riecht ihm. Und er sagt, oh, das Geruch von meinem Sohn ist wie der Reach HaSadeh, wie das Gras des Feldes. Sagt Rashi, das ist ein Geruch von Gan Eden. Wenn du wirst sein gut in deine guten Taten, Hashem wird dir geben mit aller Shomaim und Mishmane Oretz, worauf Dogan, Vesirosh, Yavduchami, Vishtach Abalumim, jeden Schabbesausgang sagen wir die ganzen Brachot und so weiter. Und die ganze Zeit hat er nicht gewusst, dass Jakob steht vor ihm. In dem Moment, es ist so wie eine so in Bank in Frankfurt oder in größeren Gebäuden, in Hotels, gibt es so Zimmer, wo Menschen gehen von einer Seite, das ist so 6 Teile oder 7 Teile Zimmer, Raumtür, wo man geht rein, so eine Rollator. Von einer Seite kommt rein
Esav, von der anderen Seite geht raus Jakob. In Yatzo, Yatza. Also in dieser Parasha gibt es eine große Regel, die Timing spielt die größte Rolle. Am Anfang, Ikro, Hashem, Elokecha, Lefonecho, Hashem hat mir zugefügt den Moment. Und zweitens, Yatzo, Yatza. Und er hat gefragt, wer war das? Und da hat er geschrien, Zaka, Gdola, Umara, schwer geschrien. Und er hat gesagt, gib mir bitte auch eine Bracha. Sagte, ich habe es schon gegeben. Da sagt er, Papa, es gibt nur eine Bracha. Bracha, hat lecha, ja, wie? Hast du nur eine? Gib mir auch eine Bracha. Und da ist er was geweint. Und da sagt er, okay, wenn du willst gut sein, sollst du von Fett das Erde leben. Er hat ihm geschenkt Italia, Griechenland und insbesondere Süditalia und insbesondere Kalabria. Das hat Yitzchak geschenkt Esav, also sozusagen Italia hu Edom. Ich würde sagen von Provence, Vatikan, Italia, Roma, bisschen Griechenland und auf die Ecke auf dem Schweiz. Das ist der Teil, was hat er ihm geschickt, so sagt Rashi. Und Esav hat begonnen mit Hass und Rivka hat gesagt dem Jakob in Ruach HaKodesh, also da sieht man erste Mal in die Tora, wo unsere Mutter Rivka heißt, hat Ruach HaKodesh, Prophezeiung. Und sie hat gewusst, was Esav denkt im Herzen. Und sie hat gesagt, dein Bruder will dir töten, morden. Hör an meine Stimme, mein Sohn, und fahr, renne, lauf weg zu meinem Bruder in Haran und sitz mit ihm kurze Zeit, bis wird er vergessen, das, was er hat ihm, hast du ihm gemacht, dann rufe ich dir zurück. Und jetzt Rivka hat gemacht einen großen Fehler. Lama ashakel etchem beyom echad. Warum soll ich euch beide verlieren am selben Tag? Jakob und Esav sind wirklich am selben Tag gestorben. Viel später. Aber muss man beobachten 100% das, was man sagt. Und da sagt Rivka zu Yitzchak, wenn Esav nimmt eine Frau von Dichitim, lama li chaim. Rivka spricht immer radikal. Am Anfang von die Parasha sagt sie, wenn das ist so viel Schmerzen in die Schwangerschaft, lama ze anochi. Und jetzt am Ende von die Parasha sagt sie, lama ze li chaim. Wozu brauche ich zu leben, wenn mein Kind heiratet nicht so, wie ich will? Also das ist so eine, wie man sagt, die letzte Joker für die Frau zu drucken, der Mann. Und da ruft dem Yitzchak und ruft dem Jakob und er sagt, hör mal zu, du sollst, er beginnt mit einem Verbot. Das Gegenteil mit dem Gebot von seiner Mama. Seine Mama hat gesagt, lauf weg zu ihm. Er beginnt mit dem Verbot, Yitzchak. Du sollst nicht nehmen Frau von Chet, von Knan. Geh zu Padan Aram, zum Betuel, der Mutter sein deine Schwester und nimm von dort eine Frau und Hashem wird dir machen einen großen Mann, einen großen Volk. Da wird er dir geben, wenn du willst wirklich Mango, 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 Avraham, Yitzchak und Jakob, mach das, was ich dir sage, weil dann wird ihr bekommen Eretz Israel und die Kinder. Gut, das ist im Kurzen die Parasha. Jetzt, liebe Leute, möchte ich mit euch wegen Rosh Chodesh und wegen Erfrischung und wegen Lust zu reden über ein Thema von die Parasha, die mir sehr, sehr spricht. Gut, diese Parasha Toldot ist die sechste Parasha vom Anfang. Bereishis, Noach, Lech Lecho, Vayero, Chayesoro, Toldos. In dieser Parasha gibt es keine Mitzvot. Gar nichts. Es geht um Zwilling, Streit, Segen, Nachbarn, Yitzchak, Voyeurismus von Avimelech, vom Fenster, immer dieselbe Geschichten. Matamim, Essen, Trinken. Aber jetzt will ich, wie man sagt, die größten... Geschichte zu teilen. Ich hoffe, ich werde es gut machen. Ich hoffe. Weil man braucht ein bisschen heute Kopf zu halten. Jeden Mensch hat in sich fünf Sinne. Fünf. Sind das Sehen? Sind das Hören? Sind das Schmecken? Sind das Riechen? Und sind das Testen? Wenn wir gucken auf die Finger, ist ganz einfach. Die Daumen symbolisiert Geschmack.
Die Zeigefinger symbolisiert Geruch, die Mittelfinger symbolisiert Auge, die Mittelfinger symbolisiert Tasten, diese Auge symbolisiert Sehen und diese Finger symbolisiert Hören. Ich wiederhole. Daumenfinger Schmack Sinn, Zeigefinger Geruchssinn, Mittelfinger Tastensinn, also zu sehen, ob die Bügeleisen ist heiß. Diese Finger zu nehmen runter, die jeder sieht, wenn er will, die Augen so ein bisschen, dann nimmt er diese Auge, Finger. Und die kleine ist für die Ohren. Um die, ihr braucht nicht jetzt überall kratzen, weil morgen wird ihr prüfen, dass das, was habe ich gesagt, stimmt auch in Realität. Oder im Ampel, wo alle mit dem Zeigefinger, wo niemand sieht, ja. Also, so läuft es. Jetzt guck mal, wie geht es. Vayomer Yitzchok el Yaakov kshono va'amushcho bni. Da sprach Yitzchak zu Jakob, tritt doch her, damit ich dich betaste. Opa, erster Sinn von Yitzchak, tasten, mischusch, chusch, hamischusch. Sehen kann er nicht, weil er ist blind. Dann muss er andere Sinne erwecken. Wie geht der Blinde? Wir haben bei uns im Altenheim Schuschu, der heißt sogar Schuschu, die ganze Zeit macht er Mischusch. Als er kam zu uns in Altenheim, hat er 3-4 Tage gemacht Simulationen, wo ist der Eingang, wo ist der Ausgang, und er hat gesagt, ich lerne den Weg, also Begeisterung, unglaublich, also er hat gelernt den Weg durch den Tasten. Gut, 22, beginnt er zu hören. Da trag Jakob seinen Vater Yitzchak hin, und dieser bestätigte ihn und sprach, die Stimme ist Jakobs Stimme und die Hände sind Esavs Hände. Okay, es reicht nicht zu muschen, zu tasten, mischusch. Da braucht man schon die Stimme. Oh, die Stimme ist bekannt, aber die Stimme ist von Jakob. Und da kommt, versteht nicht, was tut sich. Er erkannte ihn nicht, weil seine Hände wie seines Bruders Esav Hände haarig waren. Und so segnete er ihn, also geht nicht. Und da will er hören. Vayomer, Ataze bni Esav, Vayomer oni. Da fragt er, bist du Esav? Da sprach er, ja, ich bin's. Hören. Komm zu mir. Ich will essen. Er kommt zu mir, er isst, er trinkt, er gibt dem Wein und immer noch keine Brache. Keine Brache. Jetzt kommt aber der Hammer. Boah, ich liebe es. Da sprach sein Vater Yitzchak zu ihm, tritt doch näher und küsse mich, mein Sohn. Nicht jetzt schmecken, das ist riechen. Kuss ist nicht Geschmack. Kuss ist Geruch. Da trat er ihn und küsste ihn. Da roch er den Duft seiner Kleider und segnete ihn und sprach, sehe, der Duft meines Sohnes ist wie der Duft eines Feldes, welches Gott gesegnet. Rashi sagt, da roch er, es gibt aber noch keinen schlechten Geruch als die Geruch von den Ziegen. Es gibt Leute, die essen kein Lamm, also ich mag nicht zum Beispiel nicht besonderes Lamm, wenn es alt, weil es hat einen Geruch. Und Ziegen haben noch mehr Geruch und Pelz von Ziegen ist schon ein riesiger Balagan. Es gibt Leute, die machen guten Kebab von Lamm, denn die Gewürze und alles von einem jungen Lamm schmeckt das. Der Peter guckt auf mir, die Elena guckt auf mir. Also die wissen, wie man macht das. Aber am Großen und Ganzen, es gibt einen Geruch, sagt Rashi, dass der Duft des Gartens Eden ist mit ihm heimgekommen. Also was war mit Jakob? Der Geruch von Gan Eden ist mit ihm gekommen. Also was haben wir gesehen?
der hat getastet, Mischusch. Gesehen konnte er nicht. Stimme hat er ihm nicht erkannt. Hören hat er gegessen, geschmeckt, alles. Aber als es kam zum Geruch, I like it. I want it. Das ist das. Das ist das, mein Sohn. Das ist der Geruch. Das will ich segnen jetzt. Ich sage euch jetzt ein paar Wörter von Kabbalah und Chassidut und dann werden wir das erklären. Alle Sinne der Mensch kommen von Chochma. Chochma ist eine Sphira, die heißt Intelligenz, Weisheit. Das kann man analysieren, das kann man kategorisieren, das kann man biologisieren, das kann man, wie man sagt, mit Naturwissenschaft beweisen. Was man sieht, was man hört, was man schmeckt, sauer, süß, süß-sauer. Gibt es Leute, die sitzen im Verein, man schmeckt Wein. Die können testen, Tasten hat einen objektiven Geschmack, es ist salzig, es ist unsalzig. Also alle Sinne vom Tasten, Sehen, Hören, Schmecken kommen von Chochma. Geruch kommt von Keter. Keter bedeutet über dem Kopf. Keter ist Krone. Die Keter ist Lemala Measphirot. Es ist ganz oben. Warum? Kacha. Warum Kacha? Weil der Mensch kann das nicht verstehen, weil es kommt von Hashem. Ihr könnt das nennen Intuition. Zugehörigkeit zu anderen Leben. Geschmackssache. Nein, das ist nicht Geschmackssache. Das ist ein Geruch. Das ist Reach. Das ist ein Sinn. Dieser Sinn kommt von Keter. Dieser Monat, Monat Cheshvan, wo wir jetzt befinden, heißt Yerach Bul. Diesen Sinn von diesem Monat ist der Geruch. Warum? Weil in diesem Monat Noach ist rausgekommen von Tevat Noach und er hat gebracht eine Korban zu Hashem. Vayarach Hashem et Reach Anichoach. Hashem hat gerochen dem Geruch und er hat gesagt, genug, ich werde nicht mehr der Mensch bestrafen. Jetzt. Jeden Mensch hat in sich eine Bewusst, die über seinen Verstand, der über seine Intelligenz, wo er ist überzeugt und sicher und klar, ohne zu erklären, positiv oder negativ. Ich kann dir gut riechen, ich kann dir gut leiden, ich mag dich, ich liebe dich. So geht es. Ich liebe dich nicht, ich mag dich nicht, ich kann dir nicht mehr riechen, Shabbat Shalom. So geht es. Von oben nach unten, von unten nach oben. Aber warum? Was ist passiert? Loyoder. Loyoder. Man kann das nicht erklären. Wenn man das erklären kann, das ist schon Chochma. Das ist nicht mehr Keter. Das ist Intuition. Es gibt Menschen, die du riechen kannst und gibt diejenigen, die du nicht riechen kannst. Shabbat Shalom. Man kann dir erklären, ja, er ist klug, er ist fein, sie ist klug, sie singt. Es riecht mir nicht gut, die Sache. Der Mann will machen ein Geschäft, die Frau sagt, Hände weg von diesem Typ. Aber warum? Gute Angebot. Guck mal, okay. Wir können das nennen in dieser Welt vielleicht Intuition, dritte Auge, sechste Sinn. Aber weil wir lernen Chassidut, ich will es erklären heute ein bisschen tiefer. Aber natürlich braucht man ein paar Beispiele, um zu verstehen, warum. Ich beginne mit einem positiven Beispiel und mit einem negativen Beispiel. Und natürlich von meiner Mama, weil sie hat bei jeder Sache immer gleich gerochen. So sehr tief. Meine Mama konnte nicht leiden, Zichrona Livracha, Lea Shalom, Kinamon, Zimt. Zimt? Was hat sie gegen Zimt? Gott im Himmel weiß. Sie hat nicht gegessen Zimt, Zimt nicht gekommen nach Hause, nicht gebackt mit Zimt. Zimt, Zirment, weißt du, gibt so Stocke, so braune. Ich weiß, was ich meine, Kinamon, Zinamon. Gar nichts. Alle Kinder lieben Zimt. Papa liebt Zimt. Eltern von Mama, Geschwister von Mama. Mama liebt nicht Zimt. Shalom. Shalom al Israel. Zimt war bei uns nicht zu Hause. Bis heute, alle immer sagen, Gott sei Dank, wir essen diese Kuchen. Mama konnte hier nicht sitzen. Also sie konnte nicht Zimt. Enesber, gibt's nicht Logika. Reach, Keter. Und zweite Sache. Negativ, als meine Mutter seligen Andenken war bei uns zum Rosh Hashanah und wir mussten am
Abend gehen in Altenheim dort zu beten und essen. Ich habe gesehen, die ganzen Aura von meiner Mama war am Boden. Aber das haben wir geerbt. Die Laune ist oben, ist unten. Ja, manche Leute sind unstabil, kann man nichts machen. Das ist der Preis von Emotionen. Wenn es dir gut geht, geht dir gut. Wenn es geht dir nicht gut, Shabbat Shalom, sei gesund. Also es hat einen Preis. Willst du stabil sein, kannst du sein ein Elefant. Also ein Mensch hat Höhe und Tiefen und er hat sein Recht zu ändern. Jetzt. Mama kam in Altenheim und ich habe gesehen, sie ist weg von uns, mental. Sag ich immer, Makara, was ist los? Sagt sie, sei mir nicht böse. Der Geruch von den älteren Leuten erweckt mir Erinnerungen von meiner Jungheit als Mädel. Die habe ich meine Eltern gepflegt. Ich kann das nicht richten. Frau Tetania kann das bestätigen, Astrid, die Frau Wieber. Also gibt es ein paar Leute hier, die können ganz genau verstehen, worüber ich rede. Leute, die haben zu tun mit Pflege oder plötzlich ihre Eltern beginnen alt zu riechen. Sagt meine Mama, sei mir nicht böse. Ich kann nicht riechen diesen Geruch. Das ist der letzte Jahr Rosh Hashanah, die ich zu euch komme. Sollst nicht denken, das hat zu tun mit dir. Euer Haus riecht gut, gute Energie, aber hier ist der Geruch. Es klebt an die Wände. Da habe ich gesagt, Mama, aber wir haben eine Hauswirtschafterin. Wir haben sogar eine Spray, die spritzt automatisch. So, sagt meine Mama, es kann spritzen bis übermorgen. Der Geruch ist nicht zu erklären. Es ist nicht zu erklären, es ist so ein Geruch, der klebt sich an die Kleider, an die Menschen, an die weiß ich nicht. Okay. Jetzt will ich das ein bisschen erklären. Wir haben in uns Toda'a Elokit Shemeira Me'anaran Chai. Das ist die Werte von dem Rebbe in einem Maimer. Der Rebbe erklärt etwas sehr interessant. Er sagt, unser rechter Loch in die Nase heißt Chaim, Leben. Unser linke Loch, Nase, wie nennt man dem Loch von die Nase? Nasenloch. Nasenlöcher. Gut, auf Hebräisch gibt es einen Namen. Nechiraim. Nachir. Nachir Yemin. Nachir Smol. Weil der Chaser, der Schwein, Nocher. Und der Chaser hat zwei großen Löcher vom Nasenring auf dem Nase von dem Schwein. So sagt die Mishnah. Und der Schwein ist ein Egoist, der riecht nur für sich, nur das, was er will. Jetzt, der rechte Loch, wie gesagt, ist Chaim, Leben. Linke Loch, Chaye Chaim, Leben des Lebens. Was heißt das? Bei Recht, und wenn jemand sieht, wie macht man Mozei Shabbat? Eine Sekunde. Das ist Besamim. Drinnen sind Nelken. Ich mag Nelken. Also, ich mache eine Bracha und guck mal, wie riecht man beim Schabbesausgang. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech ha'olam, boire mine besamim. Also, wie riecht man? Man macht bei der rechten Seite und danach bei der linken Seite. Wenn eine ist eine Tatran, Tatran ist ein Begriff für geruchloser Mensch. Verstopfung, erkältet, Corona, wie auch immer. Beim Schabbesausgang keine Besamim. Erklärung. In der Keter, in die Krone von Gott, gibt es Sachen, die über unseren Verstand. Geschmack ist der niedrigste Teil in dem Keter, das ist schon verbunden zum Verstand. Und Reach ist der oberste Teil von dem Keter. Ich sage es noch einmal, der Keter, die Krone von Gott über dem Chochmah, hat zwei Teile. Keter Elion und Keter Tachton. Von Keter Tachton, der verbunden zu dem Intelligenz, von der untersten Keterkrone, der gebunden zu dem Intelligenz, Geschmack, kann man lernen kochen. Also du gehst zu der Schule, es ist objektiv. Es ist objektiv, aber auch subjektiv, weil manche Leute lieben das Essen von ihrer Mama. Objektiv, subjektiv schmeckt denen es,
Warum? Weil Geschmack ist auch eine Sache, die bisschen hat Geschmackssache, bisschen, weil das ist die unterste Teil von der Krone. Aber Reach, Geruch, ist das oberste Teil von der Krone. Sie hat nicht verbunden zur Realität. Das heißt, auch wenn sitzen Leute in Duty Free oder in Paris oder in Italien und Leute nehmen verschiedene Duft und sie sagen, okay, jetzt sollen alle Ladies soll gehen mit diesem Duft. Dieser Duft ist nur ein Genre von einer Sache, die der Mensch hat sich gezwungen und gebracht, einen Geruch zu lieben, weil alle lieben, weil dieser Geruch ist jetzt modern. Und dann alle haben entschieden jetzt, dieser Geruch, was weiß ich, diese Parfüm von Punkt, 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 ist jetzt die Mode. Es gibt auch Definitionen dort, süß, scharf und so weiter und so fort. Ich habe euch schon mehrere Mal erzählt, dass eine von den Premierministern in Israel, von der Papa von Yair Lapid, Tommy Lapid, sich und Olivracha, der hat nicht gemocht, religiöse Juden und Frommen und so, aber er war Ayid, Ayid bleibt Ayid, auch wenn er geht unter dem Tisch und er schreit, ich bin ein Trutan. Und er hat erzählt, einmal, ich bin gewesen in Budapest und wir waren im Bunker im Zweiten Weltkrieg und es war mein Bar Mitzvah-Tag und meine Mutter hat genommen Chanel 5 und hat kaputt gemacht auf dem Boden und hat gesagt, so ist die Bar Mitzvah. Und seitdem, immer wenn er hat gerochen Chanel 5, hat er sich erinnert an seine Bar Mitzvah, weil seine Mutter war schlau. Und sie hat gewusst, der Mensch wird vergessen, das, was er hat gesehen, das, was er hat gehört, das, was er hat geschmeckt, das, was er hat getastet, aber das, was er hat gerochen, er wird nie vergessen. Nie, nie, nie vergessen. Warum? Weil der Geruch kommt von dem obersten Teil, von dem Keter, Chaye Achaim, die Seele kommt rein durch die Nase. Und als Adam und Chava in Gan Eden haben die Chet Etzadat begangen, Vatere oto kitovu vetaavau leinaim. Sie haben gegessen, sie haben gehört, sie haben gesehen, sie haben angefasst, alles. Was haben sie nicht gemacht? Sie haben nicht gerochen. Alle vier Sinne spielen eine Rolle bei Adam und Chava in Gan Eden. Kommt Yitzchak und Yitzchak will machen eine Tikkun zu Adam und Chava. Was will er machen? Er will korrigieren die untere Sinne von die animale Teil von der Mensch durch den Geruch. Und jetzt hör mal gut zu. Wenn du willst etwas und du hast keine Erklärung, ist eine gute Sache. Und warum Menschen steigen nicht weiter in ihr Leben? Weil sie vertrauen nicht ihrem Geruch. Sie wollen alles sehen, schmecken, riechen, tasten. Dat, die Chochma ist geschlossen. Passt, passt nicht. Der Almuda, der Naran Chai, wenn es ist unlogik, unverständlich, warum willst du gerade diesen Mann? Warum willst du gerade diese Frau? Wenn du hast eine Erklärung, es ist nicht unbedingt die richtige. Je mehr du keine Erklärung hast, kann es gut sein, dass das ist der Geruch von Gan Eden, der dir zieht. Lohnt sich dahin zu gehen. Lohnt sich dahin, nach diesem Geruch, so wie letzte Woche, Eliezer hat gewusst durch seine Nase und er hat sie gleich geschenkt, Nasenring, Nesem. Weil es zeigt auf eine Intuition. Aber ich will das erklären und damit schließen mit Werten von Chassidut. Unsere Neshama, so wie es steht geschrieben, das haben wir gesagt heute beim Rosh Chodesh, in Kapitel Borchi Nafshi, Kapitel 107, steht fünfmal, segne meine Seele Gott. Warum fünfmal? Es gibt Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya und Yechida. Nefesh ist der Leber, das ist die animale Seite. Ruach liegt in dem Herz und Neshama liegt im Kopf, im Gehirn. Aber Chaya und Yechida sind meine Kräfte, die vom Außen und von den Seiten. Wie kann man das erklären in einfache Wörter? Was ist das? Was ist das? Ich so grimmt sie. Ich von WhatsApp. Okay, ich gehe. Toda. Ich erkläre das in einfache Wörter. Drei Teile von unserem Körper sind in unserer Kontrolle und drei sind nicht in unserer Kontrolle.
Unser Mund, wenn man übt, kann man voll kontrollieren und disziplinieren. Eingang und Ausgang. Gibt es Menschen, die schaffen? Es gibt eine Dame, die heißt Mimi. Sie lernt schon mit uns in die Gruppe 20 Jahre. Sie isst nicht nach 19 Uhr. Auch wenn Moschiach wird kommen, sie wird nicht essen nach 19 Uhr. Kann man nichts machen. Disziplin auf den Mund. Ich beneide sie. Es gibt Menschen, die sind diszipliniert auf ihren Ausgang. Wie geht's? Gut. Was gibt's Neues? Gut. Wie war gestern? Gut. Was wird sein morgen? Gut. Wie ist die Lage? Gut. Deine Familie kommt? Gut. Kein Wort, du weißt von denen gar nichts. Disziplin Maximum, KGB. Du weißt gar nichts. Disziplin, das ist ein Körperteil, den man disziplinieren kann. Hände kann man auch disziplinieren. Du kannst jemand eine Ohrfeige geben oder jemand umarmen. Kann man disziplinieren. Wie sagt man, halt deine Hände in die Tasche, wenn du sie nicht kontrollieren kannst. Kann man kontrollieren. Wenn ein Mensch nicht kontrolliert seine Hände, kriegt er von der Polizei so Hilfsmittel, so auf die Hände, wie heißen die, so Fessel. Kann man fesseln? Handschellen. Handschellen, danke schön. Zwei Armbänder. Füße kann man auch kontrollieren. Kann man mit dem Fuß tanzen? Kann man mit dem Fuß jemanden kicken wie einen Esel? Kann man mit dem Fuß ganz schön Fußball spielen und kontrollieren? Menschen trainieren zu kontrollieren den Fuß? Es gibt drei Körperteile, die man nicht kontrollieren kann. Augen, Ohren und Nase. Opa. Schwierig. Beim Gebet, wenn es etwas nicht gut aussieht, kannst du die Augen schließen. Auch wenn du betest, jetzt vor dem Strand in Sydney, in Bondi Beach, willst du davnen, schließt du die Augen, machst du Minche, kein Problem. Wenn du bist jetzt in einer Bar Mitzwa in Frankfurt und der Musik glaubt, dass die Leute sind taub und du willst beten, machst du so und du betest. Aber wenn es nicht gut riecht, nicht beten. Nicht beten, verboten. Warum verboten? Weil das ist die Neshome. Ich wollte euch einen Punkt sagen. Wie heiratet man? Wie macht man Geschäften? Wie kommt man weiter am Leben? Unlogische Sachen. Die sind mutig. Die kommen von Gan Eden. Die kommen von Überzeugung, wenn Jakob kommt zu Yitzhak und er riecht, dann sagt er, Zezé. Das ist das, das habe ich gerochen. Das ist Gan Eden. Gan Eden ist ein Gefühl vor die Sünde, vor dem Fallen von Adam und Chava. Wenn es ist nicht logisch, das ist tief. Wenn ein Mensch ist nicht bereit, sich aufzusteigen und mutig zu sein durch seinen Geruch, verliert er gute, schöne Sachen. Und deshalb steht geschrieben in die Gemara, ein Ort zu wohnen ist nach dem Geruch. Ein Mensch zu lieben ist nach dem Geruch. Jeder Mensch lebt in einem anderen Ort. Guck mal, die Leute, die leben hier. Jeder lebt woanders. Puh. Warum lebst du dort? Weil mir gefällt er. Was gefällt dir? Er versucht dir logische Sachen zu erklären. Das ist nicht der Grund. Er weiß nicht selbst. Wenn er weiß den Grund, gibt es bessere Grund woanders. Warum hast du den Mann oder Mann geheiratet? Ja, klug, schön, gibt's klugere, gibt's schönere. Aber es gibt nicht diejenigen, die riechen so, wie du willst. So, wie wirklich deine Aussage sagt, das ist richtig. Und genauso ist es mit Einkaufen, mit Shoppen. Jeden Mensch geht shoppen. Was kauft er? Das, was ihm gut riecht, nach seinem Geschmack. Und damit will ich schließen. Unseren Nefesh, Ruach und Neshama in uns kommen von Chochma, weil das ist die Sinne, von den vier Sinnen, die wir kontrollieren können. Aber die Sinne von Geruch, das ist der Geruch, wie kriegt man die Bracha in dieser Welt? Wie bekommt man wirklich den Segen über dem Maß von dem Dat und dem Chochma hier in dieser Welt? Deshalb, Yitzhak sagt, alles in dieser Welt ist Chochma, Weisheit. Der denkt so. Der hat eine andere Perspektive, Blickwinkel, jeder sieht die Sachen anders. Das ist Dat, das ist Chochma. Aber es gibt Keter. Keter ist die Krone. In die Krone, haben wir gesagt, gibt es zwei Teile. Der untere Teil von der Krone ist Geschmack, aber sie ist noch gebunden zur Realität
und zum praktischen Leben, aber dem Reach, dem Geruch wird kommen vom Kopf. Und jeder weiß, dass wenn Moschiach wird kommen, er wird nicht richten nach Gericht. Er wird Gericht machen nach Geruch, so wie es steht geschrieben bei Prophet Jesaja, dass lo le mare enav ve lo le mishma oznav ispot. Also Moschiach wird nicht jetzt Gericht machen nach seinen Augen und nach seinem Gericht. Und der Talmud erzählt uns in Avodah Zarah, das kam einmal eine Moschiach, und sagt, Shalom Aleichem, ein Demasias, Demasia. Chachamim haben gesagt, Shalom Aleichem, Baruch Haba. Wir wollen dir einen kleinen Test machen. Hier sind zwei Leute, die gekommen vom Gericht. Die Urteil ist schon da. Wir wollen sehen, liebe Moschiach, ob du weißt durch dein Geruch, wer ist schuldig und wer ist unschuldig. Und der Moschiach hat nicht gewusst. Und sie haben gesagt, Moschiach, wir warten weiter auf die Richtige. Wenn du nicht weißt jetzt, wer ist schuldig und wer ist unschuldig, du bist nicht der richtige Moschiach. Moschiach ist eine, der riecht Leute auch wie Esav und ihre Kleider und er riecht in diese Kleider Gan Eden. Die Stimme ist die Stimme von Jakob, aber gerade diese Kinder gefallen, der geht nicht auf dem guten Weg. Bei ihm zu riechen Gan Eden, das kann Yitzchak. Und Moschiach wird kennen auch die niedrigsten Leute, die gefallen in dieser Welt, erkennen die Verbundenheit zu Gott. Deshalb schließen wir. Heute ist Rosh Chodesh Kislev. Heute ist ein besonderer Tag für mich zweimal. Heute haben meine Eltern geheiratet. Genau heute Rosh Chodesh Kislev. Vor 53 Jahren. Aurim Shili, aber wie immer. 43. 42? 52? Wie alt bin ich eigentlich? 52. Ich bin noch jung, ist egal. Also, auf jeden Fall, das ist euer Hochzeitstag. Das ist eine Sache heute, die unsere Mishpoche feiert und deshalb dieses Thema ist die zweite Sache. Heute, Tovshin Lametches, 1978, der Lubavitcher Rebbe hat bekommen am Simchat Torah Herzinfarkt. Und er wollte nicht gehen ins Spital. Darum habe ich euch gesagt, gestern beim Shiur, manche haben das gehört, bestimmt am Ende. Wer war da gestern am Ende vom Shiur? Ah, gut, was habe ich gesagt am Ende vom Shiur? Nicht gehen ins Spital. Nicht gehen ins Spital, wenn man nicht muss. Wenn man muss, muss man. Aber soll man nicht gehen. Der Rebbe hat bekommen einen Herzinfarkt. Und der Rebbe hat gesagt, ich gehe nicht ins Spital. Die Spital soll kommen zu mir. Und das ganze Spital ist gekommen zu der Rebbe, hat man gebracht, die größten Kardiologen und Fregnisch von Chicago und heute Rosh Chodesh, und der Rebbe, und sie haben gesagt, der Rebbe soll nicht belastet sein. Und der Rebbe hat gesagt, wenn mein Herz liebt nicht die Chassidim, mein Herz wird nicht gesund sein. Der Rebbe hat gesagt, ich muss die Chassidim zurück. Ich werde nicht gesund sein, es hilft nicht, dieses Wort in die moderne Welt heute, du musst dich schonen. Ruhe, 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 Ruhe. Nee, gibt's nicht Ruhe, Ruhe. Ruhe, Ruhe in Friedhof, meine Leute. Hör auf mit dieser deutschen Melodie. Du musst dich schonen, Kur, Ruhe. Das Leben geht vorbei. In den alten Zeiten, wenn eine Frau hat bekommen ein Baby, sie musste zwei Wochen, sechs Wochen checken. Heute ein Tag, zwei, yalla, Shabbat Shalom, gegangen. Und man sieht, dass es bringt die Leute weiter am Leben. Immer wenn ein Mensch will gesund sein, aufstehen vom Bett. Kum Navi, Chef. Also Jakob sagt, Papa, steh auf, mach. Es geht dir nicht gut, sollst du aufstehen und etwas tun. Es wird dir gut gehen. Mach eine Dusche, mach einen Spazier, geh schwimmen. Tu etwas, bleib nicht liegen. Vom Liegen passiert gar nichts, glauben Sie mir. Die meisten Leute sterben beim Liegen. Geh, tu etwas. Und, warum habe ich das gesagt? Weil heute Rosh Chodesh Kislev war das erste Mal, wo der Rebbe ist gekommen zu den Chassidim. Und die Chassidim haben komponiert ein besonderes Lied für diesen Tag, einen Marsch. Marsch Rosh Chodesh Kislev. Vielleicht schicke ich euch später das im Link zu hören, diesen Marsch. Und die Chassidim haben getanzt und getanzt und getanzt. Simche und Freude und Geruch können uns alle aufheben. Bleib gesund und stark. Shabbat Shalom. Ihr bleibt heute mit meiner Stimmung
mit meinen Wörtern, mit meinen Gedanken. Ciao, kol tuv sela. I love you too much.